Die alleinerziehende Susanne hat ein ungutes Gefühl, ihre beiden 14 und 16 Jahre alten Töchter heute allein zu lassen. Doch die Lehrerin muss einen wichtigen Termin in der Schule wahrnehmen. Eine folgenschwere Entscheidung, wie sich später zeigt. Morgen, Mama. Hey, guten Morgen, mein Schatz. Gut geschlafen? Ja. Kannst du noch die Hausaufgaben machen mit der Tinker, bitte? Natürlich. Nicht wieder heimlich mit David abhauen, ne? Eigentlich sind meine Töchter echt zuverlässig und selbstständig. Jetzt hat Mila sogar einen eigenen Freund. Und da freue ich mich echt für sie. Sie soll nur nicht einfach abhauen und Tinker alleine lassen. Mama, haben wir irgendwie Gurke? Der ist den ganzen Tag schon richtig komisch. Ich weiß auch nicht. Irgendwie voll zappelig. Ja, er ist ganz nervös. Was ist ja, total. Ich weiß es nicht. Aber haben wir noch Gurke? Ja, im Kühlschrank, mein Schatz. Guck mal, ob da was ist. So, ich muss auch los. Ich habe Elternsprechstunde. Manchmal vergesse ich, dass meine Töchter keine kleinen Kinder mehr sind. Und dann bin ich einfach zu überbesorgt. Aber an diesem Tag war meine Sorge doch sehr berechtigt. Mama? Hallo? Ja, Mama, irgendwie die Mila startet das Auto. Keine Ahnung. Wie startet das Auto? Ja, ich weiß auch nicht, was die macht. Wie startet das Auto? Ja, ich weiß es doch. Ja, ich weiß auch nicht, was die macht. Oh, Mama, ich muss auflegen. Hilf mir! Mila? Wo bist du? Jetzt auf Streife, die Spezialisten. Mila, was ist passiert? Was hast du gemacht? Ich bin eingeklemmt, hilf mir! Mila, komm, ich helf dir raus. Warte. Nein, au, bist du verrückt? Aber was soll ich denn? Ich ruf den Notruf. Nee, hilf mir doch. Ich habe Schmerzen. Notrufrettungsdienst. Wo ist der Einsatzort? Annabergstraße 10. Meine Schwester ist vom Auto eingeklemmt und ich krieg das Auto nicht bewegt und sie kommt nicht raus. Ich brauch einmal den Namen, bitte. Ja, ich bin Tinker Bellmann und meine Schwester heißt Mila. Hilfe ist unterwegs. Die Kollegen sind schon auf dem Weg zu euch. Normalerweise sind junge Menschen, wenn die den Notruf wählen, schon immer etwas aufgeregter. Sie hatten die Situation noch nie, sie kennen es nicht, sie haben nicht die Lebenserfahrung. Deswegen geht man da natürlich an die Gesprächsführung etwas anders ran. Man versucht gerade junge Menschen noch mal zu beruhigen, zu sagen, dass sie alles richtig machen. Und ganz wichtig, man muss sie am Telefon führen. Okay. Tinker, wie alt bist du? Ich bin 14, meine Schwester, die ist 16. Und ich, was soll ich denn jetzt machen? Weil die ist vom Auto Tinker, erzähl mir genau, was passiert ist. Mit den 5W-Fragen. Also wir sind hier in der Annabergstraße 10. Und meine Schwester ist vom Auto eingeklemmt und sagt, sie hat Schmerzen, wenn ich sie berühre. Ja. Wo hat deine Schwester genau Schmerzen? Kannst du mir das sagen? Wo hast du Schmerzen? Bauch. Im Bauch? Hüfte? Oberschenkel? Kopf. Mila, du blutest am Kopf. Gut, das wäre meine nächste Frage. Blutet sie irgendwo? Ja, am Kopf, aber sonst den Rest kann ich nicht sehen. Was soll ich denn jetzt machen? Und eingeklemmt. Erklär mir mal, wie sie und wo sie eingeklemmt ist. Zwischen Auto und Wand und das Auto läuft die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ich sollte es am besten hier aufmachen, aber dann rollt es vielleicht noch mehr nach vorne. Tinker erzählte mir dann noch, dass das Fahrzeug, was die Schwester eingeklemmt hat, noch lief. Also der Motor lief noch. Da hatte ich natürlich richtig Angst, dass weiterhin erhöhter Druck auf die verletzte Person ausgeübt wird. Es könnte sein, dass der Gang noch drin liegt, der Motor halt weiter läuft und weiter halt Druck ausübt. Deswegen war da die oberste Prämisse für mich, den Wagen einigermaßen zu sichern, den Motor auszustellen und die Bremse halt einzulegen. Sollen wir das mal zusammen versuchen? Ja, ich weiß nur nicht, ich habe noch nie in einem Auto gesessen vorne, ich weiß nicht. Gut. Ich versuche dir das mal zu erklären, ja? Ist die Tür vom Fahrzeug auf? Ja, ich sitze schon auf dem Sitz. Du sitzt schon auf dem Sitz. Du hast einmal die Handbremse in der Mitte. Kannst du da mal dran ziehen? Dann rollt das Auto nicht mehr. Da ist nichts. Ich weiß nicht, was... Okay, gut, dann ist es wahrscheinlich eine Fußbremse. Schau mal linke Seite im Fußraum. Da muss so ein Hebel sein, den du mit dem Fuß drücken kannst. Ja. Aber nicht aufs Gaspedal. So links an der Seite. Ja. Ja, ich hab das gemacht. Da ganz fest mit dem Fuß drauf drücken. Ja, hab ich. Sehr gut. Und jetzt machen wir das Auto aus. Da steckt ein Schlüssel. Ja. Den siehst du. Und da musst du drehen. Gegen den Uhrzeigersinn. Nach links. Ganz feste. Ja, hab ich gemacht. Ja. Motor ist aus? Ja. Gut, dann steig jetzt wieder aus und geh wieder zu deiner Schwester mit dir, ja?
Sie kommt da nicht raus. Sie ist zwischen Auto und Wand eingeklemmt. Und da ist überall Blut am Kopf. Die Verletzung, die blutende Verletzung, beschreib mir die bitte einmal. Da ist nur am Hinterkopf ist ganz viel Blut, aber mehr sehe ich nicht. Vielleicht ist sie gegen die Wand. An der Wand ist auch Blut. Sprich deine Schwester mal an. Sie ist wach und ansprechbar und du kannst vernünftig mit ihr sprechen. Sie weint die ganze Zeit, so schlimm. Pass auf, Dinka, die Einsatzkräfte sind auf dem Weg zu dir, ja? Ja. Die sind quasi schon fast da. Ja. Gut, beruhig dich. Wir haben hier irgendwo ein da oben haben wir einen Erste-Hilfe-Koffer. Okay. Hier ist eine Leiter. Ich versuche mal, den runterzuholen, ob ich da dran komme. Tinka, kennst du dich mit Erste-Hilfe aus? Ja, ein bisschen. Okay, warum? Ich bin bei der Jugendfeuerwehr, da haben wir einen Kurs gemacht. Aber ich hole jetzt erstmal den Verbandskasten da runter, von dem Regal runter, okay? Gut, aber bring mich nicht in Gefahr, ja? Tinka, hörst du mich? Ja, ich krieg den nicht so gut raus. Dann lass es, Tinka, dann nicht. Hilf mir! Ich muss noch mal zu meiner Schwester, aber was soll ich denn mit dem Auto machen? Soll ich das wegrollen? Weil das ist... Nein, auf keinen Fall. Tinka, wir haben die Bremse angezogen, es kann nicht mehr rollen, ja? Okay. Nicht in irgendwas da machen. Lass das Auto einfach in Ruhe. Da ist halt die Problematik, wird das Fahrzeug bewegt? Besteht erstens die Gefahr, dass sie vielleicht es etwas bewegt kriegt, wovon ich nicht ausgehe, aber wenn es wieder zurückrollt, weitere Verletzungen auslöst bei der Person, die eingeklemmt ist. Und man muss ganz klar sagen, es kann auch bei solchen Sachen zu Komprimierung von Gefäßen führen, die halt bei inneren Verletzungen sind. Und wenn dann da der Druck schon weggenommen wird, kann auch so ein Mensch schnell und zügig verbluten. Die Garage, ist die auf? Hörst du mich? Ja, ich höre auch gerade den Rettungswagen. Soll ich? Ich laufe am besten zum Tor nach vorne. Dann kann ich den Bescheid sagen. Genau, dann hol die Rettungskräfte. Tinka, leg aber bitte nicht auf, ja? Ich bleib am Telefon. Hilfe! Also, die sind jetzt da. Okay, kannst du mir gleich mal einen von den Kollegen geben? Hallo? Die ist hinten in der Garage. Und ich soll ihn einfach das machen. Hallo, der Dustin vom 1 NF1. Ja, der Nick von der Leitstelle, grüß dich. Hi. Pass auf, das Fahrzeug ist gesichert durch Handbremse und Fahrzeug ist aus, habe ich angeleitet, ja? Ja. Ja, alles klar, wunderbar. Patientin eingeklemmt, offensichtlich Beckenverletzung. Irgendwie müsst ihr mal schauen, mehr Infos habe ich nicht. Alles klar, dann weiß ich Bescheid, dann gucken wir mal. Ich melde mich dann gleich bei dir, ja? Das Auto ist wohl gesichert. Ja. Sie hat eine offensichtliche Beckenverletzung, ist eingeklemmt, aber sonst wohl. Was ist passiert? Keine weiteren Erkenntnisse. Vielen Dank erstmal, ja. Wir kommen sofort nochmal zu dir. Kannst du das dann Monitoring, ja. Der erste Eindruck des verunfallten Mädchens war, sie war Gott sei Dank ansprechbar. Das ist schon mal ein guter Anfang. Sie befand sich allerdings in einer sehr misslichen Lage, sprich sie war tatsächlich zwischen PKW und Wand komplett eingeklemmt und das auch noch in einer sehr ungünstigen Position, sodass wir schon da mit der Behandlung beginnen mussten, wo sie noch eingeklemmt war und die Feuerwehrleute währenddessen halt die Rettung vorbereitet haben. Mama! Die Mila ist zwischen dem Auto und der Wand eingeklemmt. Die Schmerzen sind jetzt unten, ja, wo wir jetzt nicht drankommen, richtig? Schatz, alles okay? Das ist nicht schön anzusehen, das weiß ich. Bleib so mal einen kleinen Moment hier. So, ich komme jetzt mal mit so einer Maske. Da kriegst du ein bisschen Luft drüber. Kannst du die vielleicht noch da machen? Ja. Ich weiß nicht. Ich bin hier rausgekommen und dann war sie eingeklemmt. Und dann habe ich das Auto ausgemacht und den Notruf gerufen. Du hast das Auto ausgemacht? Ja, das war an. Als ich hier ankam und die Einsatzfahrzeuge gesehen habe und wie meine Kleine da auf dem Boden lag, da wurde mir ganz schlecht. Sollte sich der Wagen jetzt auch nur das kleinste Stück nach vorne bewegen, könnte das tödlich enden. So, keine liegen. Alles klar, top. Und ihr sagt, wenn wir zurückschieben können und wann nicht. Ja. Bei solchen Einsätzen mit eingeklemmten Personen ist es natürlich erstmal schwierig. Man muss gucken, dass man eine Grundversorgung des Patienten stehen hat, bevor man jetzt den PKW von der Patientin trennt. Da es sein kann, dass natürlich durch die Quetschung Blutungen stehen, die dann halt wieder zum Tragen kommen. Kann ich irgendwas tun? Was ist passiert? Was hat sie? Ist sie schlimm verletzt? Wir kümmern uns gleich um sie. Im Moment können wir noch nicht viel sagen. Wir kümmern uns drum, ja? Kommen Sie ganz kurz mal ein Stückchen zurück, dass wir einmal kurz. Kommen Sie ein Stückchen zurück, ja, Sie müssen mal kurz arbeiten. Aber das ist meine Tochter, verstehen Sie, dass ich besorgt bin? Ja, natürlich. Das ist völlig verständlich, ja. Wir müssen nur gucken, dass wir sie jetzt erstmal da rauskriegen. Alles weitere können Sie gleich auch wieder zu ihr. Ihr sagt, wenn. Ich habe sie gesichert hier.
Ja, okay. Mit dir. Wir können? Ihr könnt. Okay, Achtung. Mit. Ich direkt über. Wie konnte Mila zwischen Fahrzeug und Wand geraten, obwohl sie alleine in der Garage war? Bevor die Rettungskräfte dieser Frage nachgehen, hat die ärztliche Versorgung der 16-Jährigen oberste Priorität. Das tut weh. Thorax ist stabil, das Becken Verstehst ist stabil. Du mich noch? Ja. Wo tut's denn am meisten weh? Abdomen ist weich. In der Hüfte. Hast du sonst irgendwo noch Schmerzen? Hier könnt natürlich jetzt auch. Nein. Leider hat es sie im Bereich des Beckens eingeklemmt, was natürlich dann etwas unglücklich ist. Gott sei Dank war das Becken vom Tasten her stabil, aber trotzdem konnte man hier eine Fraktur nicht ausschließen. Die Oberschenkel waren auch nicht offensichtlich frakturiert, also sprich gebrochen. Man musste aber davon ausgehen, dass auch die Oberschenkel was mitbekommen haben. Ja, und zum guten Schluss kann man natürlich auch nicht sagen, dass der Bauchraum nicht irgendwie mitverletzt worden ist. Da muss man schon ganz genau dann hingucken und die Patientin beim Transport die ganze Zeit beobachten. Auf die Schaufeltrage nehmen, dann nehmen. Genau, genau, genau. Dass wir die so rumkriegen. Das Problem ist, dass hier eventuell noch der Oberschenkel frakturiert ist. Dass wir da noch unter Zug arbeiten müssen. Aber das klappt hier auch nicht aus der Position raus. Katja Hoffmann muss jetzt verhindern, dass sich die gebrochenen Knochen beim Transport verschieben. Denn das könnte dramatische Folgen haben. Das war natürlich eine total ungünstige Lage, in der sie sich nach der Trennung vom PKW und Wand befand. Und wir müssen halt gucken, dass wir möglichst schonend und möglichst achsengerecht arbeiten, was hier jetzt nicht hundertprozentig möglich war. Wir mussten halt immer gucken, dann das Bein, was ja eventuell frakturiert ist, unter Zug halten, um sie in die Position zu bringen, dass wir sie halt wirklich ohne weitere Verletzungen zu provozieren auf die Schaufeltrage lagern konnten. Genau, dann alles klar. Und jetzt bei drei gehen wir noch mal runter, okay? Eins, zwei, drei. Mhm. Weiter. Sauerstoffmaske bitte noch draufsetzen. Damit sich Mila so wenig wie möglich bewegt, legt Einsatzleiterin Katja Hoffmann einen Beckengurt an. Dank einer leichten Narkose bekommt die 16-Jährige davon kaum etwas mit. Was ist das? Das ist jetzt etwas, was das Becken stabilisiert. Was ist, damit das nicht auseinanderfällt? Das wird damit nur gesichert. Nein, das weiß ich. Nur prophylaktisch erstmal. Falls was sein sollte, ne, damit da nicht schwere Verletzungen noch durch entstehen. Noch immer haben die Einsatzkräfte keine Erklärung, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Und warum wollte Mila überhaupt mit dem Auto heimlich wegfahren? Mein Schatz, wie geht's dir denn? Ist sie ansprechbar? Bist du? Ja. Wie ist das denn passiert? Ich glaube, das kann sie selber gar nicht so wiedergeben. Ich denke mal, dass sie ist, warum auch immer, vom Auto in der Wand eingeklemmt worden. Okay. Ja. Aber wieso fährt sie mit dem Auto? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber wir müssen jetzt halt auch gucken, dass wir ins Aber Auto können Sie schon irgendwelche Verletzungen? Wir müssen jetzt halt im Moment davon ausgehen, dass das Becken irgendwas abbekommen hat, eventuell die Oberschenkel. Aber danach sieht es nicht aus. Mama, ich hole mal eine Decke, ja, dann wird ihr warm. Ja. Aber dafür müssen wir jetzt halt relativ zügig ins Auto. Wir können dann gleich nachkommen. Schockraum 3, die warten auf uns. 3, 5, 2, 3. Welches Krankenhaus? Mama, warum ist denn Herr von Knabber im Auto? Wie, der Herr von Knabber ist im Auto? Was macht der? Ja, weißt du. Wieso ist er im Auto? Keine Ahnung. Darf ich ganz kurz? Warte mal gerade, irgendwas ist jetzt hier wieder. Mila, mein Schatz, wieso wolltest du mit dem Auto fahren? Warum ist Herr von Knabber im Auto? Warum ist der Fenster? Ihm ging's nicht gut. Und ich wollte nicht, dass Tinker wieder so traurig war wie beim letzten Mal. Aber du. Dann wollte ich ihn zum Tierarzt fahren. Aber du kannst doch nicht einfach Auto fahren. So, wir müssen jetzt nur weiter. Wir haben noch zwei wichtige Fragen. Erstens, wie alt ist Ihre Tochter? 16. Okay, hat dementsprechend keinen Führerschein. Ist das richtig? Nein, hat sie nicht. Das war Vorsicht. Nein, gar nichts. Aber es ist ja privat Grundstück hier. Okay. Ja, aber trotzdem ist es wichtig für den Bericht. Ich könnte jetzt aber hier nicht mitnehmen. Was ist da mit dir? Ja, der ist den ganzen Tag schon total nervös irgendwie. Ich weiß auch nicht. Warum ist der jetzt im Auto? Oder kannst du, ja, weiß ich nicht, was Mila mit dem zum Tierarzt fahren, weil ihm geht's nicht gut. Er ist halt den ganzen Morgen schon super nervös. Der kleine Herr von Knabber ist ein bisschen krank, irgendwie total nervös schon die ganze Zeit. Ja, du hast doch mal so ein Praktikum da gemacht, du kennst dich damit aus. Ich kenne mich nur so ein bisschen damit aus.
Deswegen. Aber also ich würde jetzt sagen, das ist kein Herr von Knabber, sondern Frau von Knabber. Ja, würde ich auch sagen. Das ist wie eine Frau von Knabber. Aber der Mann im Laden hat gesagt, dass es ein Männchen ist. Ich, das ist immer ein bisschen schwierig zu sehen, aber ich sage jetzt einfach mal, ich denke mal, ja, und das sieht auch ein bisschen gut im Futter aus, ne? So ein bisschen das rund. Ist das mal, nicht, dass die trächtig ist oder irgendwas. Ja. Das kann natürlich gut sein. Am Bauch hat. Kann man schwer erkennen, okay. Gut, wir müssen, wir müssen los. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir runter. Schatz, das können wir dann klären. Wichtiger ist erstmal. Ja. Wollen Sie jetzt erstmal mit dem Mittag vorne, okay. In ihrem weiteren Verlauf des Einsatzes stellte sich heraus, warum unsere Patientin überhaupt eingeklemmt war. Sie wollte ihren Hamster wohl zum Tierarzt bringen und sie hat leider noch keinen Führerschein. Sie ist ins Auto gestiegen, hat den Rückwärtsgang eingelegt, wollte aus der Garage rausfahren. Und beim Zuschließen der Garage ist das Auto dann aufgrund der Neigung zu ihr hingerollt. Sie wollte das Auto aufhalten, hat es nicht geschafft und deshalb war sie dann nachher eingeklemmt. Hier, was ich dir noch sagen wollte, das, was du gerade gemacht hast, ne? Wie alt bist du? 14. 14, also wirklich, du hast super vorbildlich gehandelt, ja. Ich bin auch auch bei der Jugendfeuerwehr. Ach ja. Und da haben wir jetzt letztens erst einen Erste-Hilfe-Kurs. Ja, sehr, also wirklich, du hast deiner Schwester wirklich geholfen. Also ohne dich wäre das Ganze ganz anders ausgegangen, ne? Von daher kannst du echt stolz auf dich sein. Das hast du echt super gemacht. Ich bin auch ganz stolz auf dich. Im Krankenhaus hat sich der Verdacht eines Beckenbruchs glücklicherweise nicht bestätigt. Milas Oberschenkel ist angebrochen, wird allerdings ohne Folgeschäden verheilen. Die Hamsterdame ihrer kleinen Schwester hat mittlerweile Junge zur Welt gebracht. Außerdem hat Tinka jetzt einen ganz klaren Berufswunsch: Feuerwehrfrau.